Ich sehe mit Glatze schon ein bisschen scheiße aus. Hey, wir schauen da jetzt die Glatze auf. Entschuldigung. Ja, aber die paar Herde. Der Adventskranz verliert auch seine Nadeln. Ja, ist so. Es laufen Zeit. Oh. Er weiß, wie ich mein dein Alter dann aussehe. Richtung meiner Frisur ist das sehr, sehr unwahrscheinlich. Ja, doch. Aber der Trend geht doch immer mehr bei Frauen dazu, dass sie eine Glatze haben. Echt? Ja. Wenn man die ganzen Großstädte. Okay. Ja, darum wollte ich hier auf dem Land halt. Ich auch, aber trotzdem sieht man das immer mehr. Echt? Ja. Machen wir drauf acht. In Hansendorf, wo ich arbeite, da gibt es ein Pärchen, die sind beide. Echt? Ja. Sieht dann immer witzig aus, weil von beidem weiß ich nicht, wer der Mann und der Frau ist. Anschiss kassiert. Nein, wieso? Und mit dem kann man ja leben. Ah ja, gestern warst du, da sind wir mit dem Kinderwagen am Drehkreuz gewesen. Dann schnauzt er uns an, warum wir mit dem Kinderwagen durchs Drehkreuz. Dann habe ich gesagt, naja, der an der Kasse hat gesagt, wir sollen durchs Drehkreuz. Nein, morgen geht's auch da außenrum. Sind wir heute außenrum, jetzt hat uns heute der Fahrer angeschnauzt. Weil gestern sind wir nämlich auch zum normalen Eingang runtergefahren. Da hat der Fahrer uns angeschnauzt und hat immer gesagt, ich muss nicht ausruhen. Und schnauzt der Fahrer uns an. Was will er denn hier machen? Wir sollen uns in Schlange stellen. Voll. Ja. Ich fahr mal noch eine Runde.
Ich weiß nicht, ne? Der war auch letztes Jahr froh, dass ich alleine gefahren bin und er mit Daniel. Wer war krank? War dein Mann krank oder ist Daniel krank? Mein Mann war krank. Dein Mann war krank. Gell? Mein Mann war krank. Ja. Nee, Daniel hatte schon letztes Jahr allein, ja? Nein, da hatten wir noch keine Reiseerlaubnis. Okay. Das war das Problem. Wechseln wir um. Sonst hätte ich ihn ja mitgenommen. Dann auch Mittag. Wie lange ist das bei euch schon? Anderthalb Jahre. Der kam und dann hatten wir zwei Wochen Urlaub. Ja. Ich arbeite ja nach wie vor meine 100%. Und die ersten zwei Wochen waren gruselig. Die waren richtig gruselig. Das Kind, das hat immer nur gelacht. Aus dem Herzen gelacht, sondern ich muss euch ja gefallen. Sonst bin ich wieder woanders. Und als er dann mal kapiert hat, dass er bei uns bleibt, da kamen dann die Trotzanfälle einer nach dem anderen. Haben uns dann auch gefreut. Und das ist das andere mit ihren Kindern haben, das ist bei ihm ganz normal. Wäre ja komisch, wenn nicht. Ja. Bei uns ist es ja so, dass es, wenn mein Mann krank ist, es muss er, und ich gehe weg, dann ist es ja nicht nur so, dass das Kind versorgt sein muss, sondern auch das Pferd, weil es hängt ja alles an einem. Und? Ja, diesmal ist er nicht krank. Und ich habe Daniel mitgenommen, also ist das Pferd bestens versorgt. Okay. Ja, ich habe ja im Stall auch.